In diesem Video möchte ich zeigen, wann etwas umfällt. Das heißt, so den Unterschied zwischen es ist noch stabil und es fällt. Dazu habe ich hier so einen Quader und dieses Loch markiert den Schwerpunkt. Man kann das hier sehr schön sehen, dass ich das kräftefrei drehen kann. Beziehungsweise ich lasse den Schraubenzieher einfach drin stecken, damit man das jetzt in der Kamera besser sehen kann. Und wenn ich jetzt hergehe, man beobachtet die Schraubenzieherspitze und hier unten, man nennt das Kipppunkt, also der Punkt, um den sich das jetzt dreht oder kippt. Und wenn die Schraubenzieherspitze über den Kipppunkt drüber ist, dann fällt's. Wenn ich hier über den Kipppunkt drüber möchte, muss ich das Objekt bzw. den Quader viel, viel mehr drehen. Deswegen ist diese Position natürlich wesentlich stabiler, weil ich den, selbst wenn ich den hier so viel drehe, ich nicht über den Kipppunkt drüber komme. Und hier durch die kleine Fläche bin ich relativ schnell über den Kipppunkt drüber. Das heißt, bei einer großen Fläche muss ich mich ganz schön anstrengen, um über den Kipppunkt drüber zu kommen. Bei einer kleinen Fläche bin ich relativ schnell über den Kipppunkt drüber. Das Ganze könnte ich natürlich verbessern, indem ich mir was einfallen lassen würde, dass der Schwerpunkt tiefer liegt. Dann ist der nicht so schnell über den Kipppunkt drüber. Das heißt, entweder Schwerpunkt tiefer legen oder Fläche vergrößern. Dadurch kriege ich etwas stabiler. Hier habe ich noch was ganz Witziges. Das bewegt sich irgendwie von Geisterhand. Hier ist die Lösung. Wenn ich das jetzt hier habe, ist der Schwerpunkt neben dem Kipppunkt. Da, wo das aufkommt, ist der Kipppunkt. Also bewegt sich das. Und solange der Schwerpunkt neben dem Kipppunkt ist, dreht sich das weiter. So lange, bis der Schwerpunkt über dem Kipppunkt ist und dann ist das stabil. Und wenn ich das jetzt hier so rüber mache, ist der Schwerpunkt wieder neben dem Kipppunkt. Der ist hier, da wo es aufkommt. Und dann möchte sozusagen, fällt es sozusagen um. Was natürlich beim Kreis ein bisschen schwierig ist mit dem Umfallen, aber wie gesagt, solange der Schwerpunkt über den Kipppunkt hinaus ist, möchte sich das Ganze sozusagen bewegen. In diesem Experiment habe ich etwas mitgebracht. Und zwar möchte ich etwas bergaufwärts rollen lassen. Wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist hier schmäler im Vergleich zu hier. Glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner. Deswegen machen wir es genau. Hier haben wir so 14 mm. Und wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, da habe ich hier so 19 bis 20 mm. Also es geht bergaufwärts. Und jetzt habe ich hier ein Objekt, was rollen kann. Und wenn ich das hier unten auf die Bahn lege, rollt es nach oben. Spannende Frage, wie kann das sein? Naja, ich gebe mal einen Tipp. Hier habe ich den Kupan. Ist ja auch die Frage, wieso fällt der nicht von seinem Podest runter, sondern wippt hier fleißig. Die Antwort heißt Schwerpunkt. Der Schwerpunkt bei diesem Kumpan hier liegt unterhalb seiner Beine. Deswegen ist das Ganze stabil. Nämlich diese beiden Kugeln sorgen dafür, die sind halt schwer, und die sorgen dafür, dass der Schwerpunkt hier unten drunter liegt und deswegen kann der da wunderbar stehen. Wenn ich mir hier angucke,
das Teil, der Schwerpunkt liegt in der Mitte. Ist relativ einfach, sind zwei, beziehungsweise das Ganze ist symmetrisch, daher ist der Schwerpunkt in der Mitte. So, das Besondere hier dran ist aber, dass sich dieses Teil, obwohl es aufwärts rollt, sich nach unten bewegt. Und zwar kann man sich das daran klar machen, das ist ja in der Mitte dicker und am Rand wird es immer dünner. Das heißt, wenn es jetzt hier drauf liegt, ist es wesentlich weiter oben. Hier hinten rollt es nur noch auf den dünneren Rändern. Das heißt, während es hier nach oben rollt, sinkt es ab. Das heißt, der Schwerpunkt bewegt sich nach unten. Und daher ist das Ganze auch mit der Energieerhaltung vereinbar, weil der Schwerpunkt sich nach unten bewegt. Das heißt, ich habe hier potenzielle Energie, und hier habe ich auch potenzielle Energie, aber weniger, weil der Schwerpunkt sich halt eben nach unten bewegt hat. Und das ist halt das alles Entscheidende. Also es ist, hat ja in der Physik häufig, beschäftigt sich man mit Idealisierung. Das heißt, man reduziert einen Körper eben eher auf seinen Masseschwerpunkt und betrachtet nur diesen. Und das ist halt mal ein schönes Beispiel für genau diese Geschichte. Wenn ich nur den Masseschwerpunkt betrachte, ist alles in Ordnung und das Teil rollt nach unten. Aber wenn ich das halt von außen betrachte und nur sehe, dass hier die Bahn nach oben geht, dann ist das natürlich sehr verblüffend, wie das sein kann, dass dieses Teil nach oben rollt. Soweit. So gut. Wenn dir das Ganze gefallen hat, bitte ein Abo oder ein Like da lassen, gerne auch Kommentare. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.